dann zeigen wird. Da hat sie auch noch ein bisschen Zeit. Diese Europameisterschaften finden vom 5. bis 8. Juni in Stuttgart statt. Und nun beginnt der Wettkampf, und zwar mit Kristina Gliukevičiūtė aus Litauen. Die ehemalige Sowjetunion, ja hier mit 4 Verbänden vertreten. Kristina Gliukevičiūtė, 16 Jahre aus Vilnius, gestern 9. im Mehrkampf unter 31 Teilnehmerinnen. Wir sahen da gerade eine Höchstschwierigkeit. Und zwar, da können wir dann auch bei den anderen Übungen mal drauf achten. Deswegen, weil die Gymnastin bei einem großen Wurf den visuellen Kontakt zum Handgerät verloren hatte. Hier zum Beispiel Höchstschwierigkeit. Also der Wurf und dann zwei Rollen zum Beispiel. Das Wiederaufnehmen des Reifens. Sie hat keinen Patzer gehabt, aber von den Schwierigkeiten her ist sie nicht so mit ihren Kolleginnen aus der jetzt momentan genannten GUS zu vergleichen. Deswegen liegt sie mit den Wertungen auch etwas niedriger immer. Die Wertungen im Finale, im Gerätefinale, werden ohnehin nicht so hoch liegen wie gestern im Vierkampf im Allgemeinen. Die Anforderungen sind etwas höher geschraubt. Ja, aber man muss auch sehen, dass die Gymnastin meistens entspannter jetzt sind. Mhm. Jetzt kommt gerade noch mal eine Zeitlupe von dem großen Wurf mit der doppelten Rolle. Und noch mal, dreifach sogar. Ja. Und jetzt fängt sie. Sie hat aber während der Flugphase keinen Blickkontakt und daher die Höchstschwierigkeit. Aus Weißrussland, Larissa Lukjanenko. Erste Wertung also 9,45.